Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Knights of the Fallen Empire. Und ich muss gerade mal gucken, hier hoch muss ich, ne? Ja. Ja, es ist das Letzte. Ich bin im Verborgenen nach Sakul gekommen, um den ewigen Thron mit eigenen Augen zu sehen. Ich trage immer noch die Narben dieser Reise. Das tut mir jetzt aber leid. Zwei brauche ich noch, die waren hier oben weiter. Jetzt fehlt noch eins. Da kann ich schon mal hoch, das ist nicht schlecht. Aber das ist nicht richtig. Einer fehlt noch. Ein Ding muss ich noch entzünden. Aber ich sehe es nirgends. So. Gucken wir uns noch mal näher um. Da unten. Wow, das war mein Tod. Ah. Oh Gott. Ja. Hat er gut gemacht? Not. Jetzt ist auch mein Pirscher weg, mein... Na egal, wir suchen uns gleich was Neues. Da haben wir ein Sleen. Da war noch einer. Aber ihr seht, so richtig droppen tun die nix. So, dann gehen wir noch mal runter. Also hier hinten weiter. Kommen jetzt bestimmt auch noch mal so Viecher. Ja. Jump and Run oder was? Auf Odessen existieren die helle und dunkle Seite in perfekter Harmonie. Sie formen einen Nexus der Macht. Es gibt noch eine Welt, die so ist. Sakul. Arkan und seine Ritter haben gelernt, die Macht anders zu benutzen als die Jedi und Sith. Darum konnten wir nicht besiegen.
Genau das, was ich immer sage. Worin unterscheiden sich Arkan und seine Anhänger von den Jedi und Sith? Jedi sehen in der Macht einen Verbündeten. Die Sith wollen sie versklaven. Aber Arkans Ritter glauben, dass die Macht eine Belohnung dafür ist, einem Ideal zu dienen. Sie haben geschworen, dem ewigen Thron zu dienen. Und okay, gut, ich sehe es wieder anders. Ehren, desto größer ist ihre Kraft. Die Ritter befolgen jedes Wort ihres Meisters. Und sie würden alles für seinen Triumph opfern. Ihre Hingabe macht sie stark. Ihr müsst noch stärker werden. Ihr müsst noch stärker werden. Ja, dann. Wenn der Feind bereit ist, alles zu opfern, welchen höheren Preis können wir dann noch zahlen? Jeder hat seine Grenzen. Ihr müsst eure hinter euch lassen. Darth Maar. Valkorion hat mein Fleisch zerstört. Aber nicht meinen Grund zu existieren. Nichts kann euch jetzt verletzen. Die ganze Panzerung macht keinen Sinn. Diese Erscheinung soll als Erinnerung an mich dienen. Als ein Symbol. Nach meiner Niederlage habe ich einen Verbündeten gesucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber nur eine Person in der Galaxis war mir ebenbürtig. Wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Wir haben diskutiert, erkundet und eine Vereinbarung gefunden. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit euch teilen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn Jedi und Sith einen Weg gefunden haben, um zusammenzuarbeiten, will ich ihn kennenlernen. Meine Anwesenheit hier überrascht niemanden so sehr wie mich selbst. Aber ich vertraue dem Willen der Macht. Wir bieten keine leeren Versprechungen an, aber auch keinen einfachen Sieg. Wir wollen nur, dass ihr uns unvoreingenommen zuhört und aus unseren Fehlern lernt. Um die Zukunft zu schmieden, müsst ihr erst mit der Vergangenheit brechen. Der Sieg über Arkan erfordert neue Perspektiven und neue Waffen. Okay. Folgt dem Willen der Macht in die Wildnis hinter diesem Lager. Findet, was wir dort für euch hinterlassen haben und trefft uns dann in der Höhle. Jetzt geht's ja ab, ey. Faszinierend. Findet geheime Gegenstände in der Wildnis von Odessen. Ja. Da links geht's nochmal wohl lang. Machen wir das doch gerade mal. Ich glaube nicht, dass ich da hoch muss, oder? Arkan kann nicht durch Leidenschaft oder Rechtschaffenheit besiegt werden. Er hat sich von Schwächen wie Emotionen und Moral gelöst. Gott. Ich gehe ja einmal quer über die Map. Eben bin ich ja schon abgestürzt, habt ihr ja gesehen. Nein, natürlich. Mir ist nichts passiert. Ich bin unbesiegbar. Was wollen die denn hier von mir? So schon mal nicht, Leute. Ach, da war er tot. So, was haben wir denn hier? Einfacher Schalter. Okay. Wie meine Zwieleck, die Lecky, diese Lecku, Lecky, keine Ahnung, wie auch immer sie heißen, durch den Kopf da hängen. Durch den Kopf vor allem. Was ich damit sagen wollte war, natürlich nicht durch den Kopf, sondern die hängen durch den Ranzen, den ich da auf dem Rücken habe. Bin ich da hoch? Ich glaube nicht. Nein, nah muss ich denn da ran? Wir gucken jetzt auf. Ja, das Schienen, bla bla, ich brauche die Dinger nicht, jetzt brauchst du doch, sag. Nee, lang nicht, ich muss außenrum hoch. Strapaziert mich nicht.
Da. Meine Geduld hat auch ein Ende. So. Aber jetzt. Links halten und dann da hoch. Das hatte ich ja vorhin auch schon. Ja, da oben war ich ja schon mal. Haha. Hier ging es nicht runter, ne? Das war, wo ich mich runtergestürzt habe und dann... Ah, aber hier könnte ich runterspringen, wenn es da tief genug ist. Sollen wir mal probieren? Ja, komm, wir probieren's. Ah, Geronimo! Euer Feind ist durch Mord und Verrat zu seinem Imperium gekommen. Okay. Er ist mit der Dunkelheit gut vertraut. Ihr müsst dort zuschlagen, wo er blind ist. Meiner Meinung nach war es tief genug. Aber, naja. Trainingsstange. Hüpf. Nice. Hüpf. Hüpf. Und da hoch. Hüpf. Und jetzt dahin. Yeah. Das gesehen. Mein Tier aber auch weg. Achso, ich war ja tot. So. Soll ich mir den gleich holen? Nee, wir gucken, was hier noch rumkreucht und fleucht. Oder Moment, ich nehme es doch. Zähmen. So, jetzt ist hier drüben ist direkt was. Ja. Komm, wir versuchen's. Lalalala. Ja, ich bin unvorsichtig und tut mir leid. Warte mal, den zähmen wir jetzt wieder. Da. Hier können wir nämlich auch hochgehen. Und da war er hinüber. Weiter geht's. Und der nächste. Hier sind es gleich zwei, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ein Monarch. Das ist also der König der Dämmerpirscher gewesen, dafür war er aber schnell hinüber. Na komm. Nicht ausreichen, um Arkan zu besiegen. Der ewige Thron und seine Flotte stellen die größte Bedrohung dar, mit der es die Galaxis je zu tun hatte. Da hat sie recht. Da hat sie recht. Oh, gib mal mein Tier frei. Auf da vorne ist nämlich so ein anderes. Auf Wiedersehen. Nice. Den will ich hier. Den Makrin. Sehr geil. So. Hier rechts. Eine Höhle. Huch. Na Gott sei Dank habe ich mir meinen Makrin gerufen. Bin gespannt, was der jetzt macht. Kann der was? Er kämpft. Der Hauptsache. Soll ich jetzt mitgehen lassen? Keine Ahnung. Und jetzt sind es noch zwei. Linke und etwas rechter. Ich gehe jetzt erstmal zur Linkeren. Der Kodex des Sith lehrt uns, unsere Ketten zu zerbrechen. Aber Freiheit ist nicht euer endgültiges Ziel.
Ihr müsst euch in der Macht verankern. In der Macht? Wenn Arkan besiegt vor euch liegt, müsst ihr den ewigen Thron übernehmen. Okay. Der andere Weg führt nur ins Chaos. Ich soll den ewigen Thron übernehmen? Das tut meinem kleinen Seelchen aber nicht gut. Naja. Schauen wir mal. Wir sind aber auch schon am Ende, meine Lieben. Und deshalb sage ich euch schon mal Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Bis dann. Tschüss.